Hallo liebe Leute, und da sind wir auch wieder zurück bei der Phantopion-Karte. Wir haben ja schon ein bisschen was gebaut hier am Anfang, damit hier ein bisschen Geld reinkommt. Und ich denke mal, wir werden jetzt hier nochmal ein kleines bisschen Theming dazu machen. Oh, es ruckelt es gerade ein bisschen. Was ist denn da los? Aber es scheint nichts Schlimmes gewesen zu sein, aber ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen themen, damit das hier nicht ganz so aneinander geklatscht aussieht, hier an diesem Labyrinth. Ach, jetzt kommt die Musik plötzlich, was war denn da los? Achso, weil der Defibrillator das wahrscheinlich übertönt hat. Ist jetzt meine Vermutung gewesen. Hier kommen die traditionellen Blumenbeete hin. Ihr wisst ja, wie das ist, und da müssen wir natürlich aufpassen, dass die dann auch gegossen werden, aber ich denke mal, das sollte kein Problem darstellen. Bisschen mit Blumenbeeten alles aufhübschen. Hier hinten lasse ich mal noch offen, weil da kann es durchaus sein, dass da noch was hinkommt. Aber hier könnte man noch eine kleine Landschaftsgestaltung machen. Was ist das für ein Baum hier? Der hier, die Weißpappel. Genau, machen wir mal so ein Pappel-Dings. Den Zaun drum. Was ist hier beim Labyrinth los? Will keiner mitfahren? Schon wieder gemeckert, dass es zu teuer wäre? Ne, die wollen alle was Aufregendes. Die Rutsche ist voll. Haus der Illusion. Will auch keiner. Reicht für eine Mark. Keine Ahnung. Das Karussell wird befahren. Das Riesenrad auch. Das ist in Ordnung. Achso, Moment, ich könnte doch eigentlich der Vollständigkeit halber. Das so auch noch machen. Ja, viel schöne Zäune gibt es ja leider nicht. Die man hier für das Theming nutzen kann, aber. Wie gesagt, so ein leichtes Theming, wie ich immer sage. Kann man ja hier durchaus machen. Es muss nicht sonst wie perfekt sein, aber wenigstens so ein bisschen. Ich habe da gerade noch irgendwo eine weiße Lücke gesehen, wo man noch. Warum ist denn eigentlich das hier nicht miteinander verbunden? So, geht's doch auch. Miniaturgolf jetzt als nächstes verfügbar. Dann war da, glaube ich, auch noch irgendwas anderes. Oder Eintrittspreis ist zu günstig. Dann sage ich doch mal nicht nein und erhöhe mal auf 30 Mark. Und jetzt wollte ich gucken, was war noch hier für eine Attraktion. Stromschnell und das Miniaturgolf. Okay. Aber ich würde sagen, es hat jetzt erstmal Vorrang. Da liegt schon wieder Kotze rum.
Es hat jetzt erstmal Vorrang hier, na, ich komme nicht drauf, Fressbuden zu bauen. Ist die Frage, ob wir hier hinten dazu gleich das Stück nutzen, weil hier hinten, da kann man im Prinzip eh kaum noch was hinbauen. Wenn wir das hier platt machen, bauen wir hier die Fressecken und dann vielleicht in den Rest, dann irgendwie das Minigolf. Ich hoffe mal, das kommt mir jetzt nicht allzu teuer hier, der Umbau. Achso, wir können ja wieder unser Wundermittel-Werbekampagne machen. Baum im Weg. Ach, hier oben. Hab ich jetzt nicht gesehen. Immer noch Baum im Weg, aber hallo. So, naja, schön sieht es jetzt dort nicht aus, aber ich nutze das einfach mal für eine Fressecke. Oh, hier habe ich noch was vergessen. So wäre es aber nicht. Was haben wir denn aktuell da? Auch nicht viel. Ein Infostand werde ich zusätzlich nochmal direkt am Parkeingang bauen. Dass die direkt am Eingang sich eine Information holen können, wenn sie das wollen. Oh, jetzt hat es dort den Zaun weggerissen. Das ist auch nervig, dass es dann immer gegenüber den Zaun wegreißt. Das haben sie nicht ordentlich gemacht hier, muss ich mal so sagen. Und jetzt kommen wir zu unserer Fressecke. Viel gibt es doch nicht. Eisverkäufer, Hotdogstand, Getränke, Info und die Toilette. Aber wir werden es trotzdem bauen, damit die Leute hier was zu futtern kriegen. Denn das ist ja schließlich auch ein Kriterium. Wenn sich die Leute beschweren, sie haben Hunger und verlassen da den Park, das bringt natürlich auch nichts. Na, hoch, das war ich kurz raus. Die stelle ich mal dort ran. Die verkaufen nämlich auch Regenschirme, wie ihr seht. Und dann machen wir das wieder schön bunt. Und noch eine Toilette, die stelle ich so ein bisschen abseits. Neben der Gruselbude und dann... Im Infield gibt es dann hier so ein paar Sitzecken. Mülleimer. Wo sich die Leute hinsetzen können. Genau, und dann machen wir aber noch, damit es ein bisschen aussieht. Erstmal hier wieder ein bisschen Blumenbeete ran. Huffelpuff, da hat gerade wieder einer gesagt. Oh, das war dumm. So, das habe ich hinten sogar zu der Wand ein bisschen abstimmt gelassen. Na gut, das ist ja... macht ja nichts. Achterbahn im Weg. Oh, so ein kleiner Baum passt rein. So, ich werde aber nochmal hier nochmal eine Toilette daneben stellen. Toiletten bei mir natürlich kostenlos, ich kann es nicht oft genug sagen. Hier muss für Toiletten nichts bezahlt werden in diesem Park. Die baue ich mal hierher. Und dann gibt es noch eine zweite Fressecke. Ich würde sagen, hier hinten gleich.
müsste sich das ausgehen. Die Info. Die, ah, ich wollte dort eine Information hinstellen, aber keine Toilette. Und hier gibt es auch wieder eine andere Regenschirmfarbe. Ich nehme mal gelb hier. Zwei Fressecken sollten eigentlich in Ordnung sein. Ach so, der Toilette. Dann gibt es wieder so einen kleinen Weg drumherum mit Sitzgelegenheiten. Mülleimern. Sind die alle jetzt geöffnet? Ja. Und da bauen wir dann auch wieder eine kleine Abgrenzung drumherum. Da hat einer hingekotzt, Leute. Das ist nicht in Ordnung, wenn er überall hinkotzt. Gefällt mir überhaupt nicht. Da muss ich gleich mal einen Reinigungsmenschen hier ran zitieren, der das aufwischen darf. So, jetzt ist er noch weg. So, Besucherzahl steigt, aber Geld, naja, das sieht eigentlich nicht so aus. Da muss noch mehr kommen. Wie ich doch sage, obwohl wir jetzt natürlich auch viel gebaut haben. Jetzt mache ich hier hinten noch das Minigolf hin. Das wird dann nur ein kleineres Minigolf, aber ich glaube, dürfte auch reichen dann am Ende. Aber Minigolf ist eigentlich auch was, was eher gut aufgenommen wird. Da könnte ich ja im Prinzip hier hinten auch das nutzen, was Golfbahn A. Golfbahn B, eine Kurve, Golfbahn C, Golfbahn D und dann kommt nochmal, ach Quatsch, dann geht's, oh, kommt noch was, nochmal Golfbahn A und dann einfach ab ins Ziel. Ihr habt es gerade unten gelesen, Zirkus ist fertig. Jetzt habe ich das mit dem einen Ausgang ein bisschen blöd gemacht. So, da musste ich kurz ein bisschen tricksen. Muss ich da wieder das hinbauen, was ich weggerissen habe. Das war, glaube ich, ein Papierkorb hier an der Stelle. Nee, hier eine Bank war das dort. Genau. Ja, der Minigolf wäre fertig. Dann machen wir mal 2 Mark. Ich hoffe mal, das ist in Ordnung. Viel zur Einstellung gibt es ja nicht. Und jetzt wird es eröffnet. Erste kommt schon. Und dann machen wir hier noch so ein bisschen. Gebüsch. Ins Minigolf, damit es ein bisschen nach was aussieht. Aber das ist ein bisschen lieblos eher. Aber. Ein paar
Pseudo-Zäune.